Hast du jemals dein Handy irgendwo liegen gelassen? Wenn ja, ist dir sofort aufgefallen, dass es nicht mehr da war? Ich tippe einfach mal darauf, dass es dir nicht einfach so mir nichts, dir nichts in den Kopf geschossen ist und du dir ganz plötzlich einfach nur gedacht hast, verdammt. Die Erkenntnis dämmert dir wahrscheinlich nicht sofort. Viel eher bemerkst du es, wenn du in deine Hosentasche schaust oder deine Handtasche öffnest und wahrscheinlich wirst du zunächst auch noch ein wenig verwirrt sein. Und erst dann gehst du gedanklich jeden einzelnen Schritt durch, den du an diesem Tag gemacht hast. Scheiße. In meinem Fall hatte ich damit gerechnet, dass mein Wecker, den ich mir auf dem Handy gestellt hatte, mich aufwecken würde. Ich bemerkte, dass der Akku schon ziemlich leer war. Es war ein etwas neueres Handy, das immer die nervige Angewohnheit hatte, Programme über Nacht laufen zu lassen, was den Akku natürlich schnell leer werden lässt. Also lud ich es über Nacht nochmal auf. Am Morgen ging ich duschen und vergaß, es in meine Tasche zu packen. Es war nur eine kleine Abweichung der täglichen Routine, aber mehr braucht es für so etwas manchmal nicht. Nachdem ich geduscht hatte, schaltete mein Gehirn wieder in den Routinemodus, dem es jeden Morgen folgte, und schon war es geschehen. Ich hatte es vergessen. Wie ich später erkannte, war es nicht nur meine Schuld, sondern eine ganz normale Gehirnfunktion. Dein Gehirn arbeitet nicht nur auf einer Ebene, sondern auf vielen verschiedenen. Zum Beispiel, wenn du irgendwo hinläufst, denkst du an dein Ziel und weichst Gefahren aus. Du musst jedoch gar nicht daran denken, deine Beine richtig zu bewegen. Ich dachte wie gewöhnlich nicht über meine Atmung nach, sondern ich dachte daran, ob ich mir auf dem Weg zur Arbeit noch einen Kaffee holen sollte. Und genau das tat ich auch. Ich dachte nicht darüber nach, mein Frühstück durch meine Innereien wandern zu lassen, sondern ich fragte mich, ob ich es wohl rechtzeitig schaffen würde, meine Tochter Emily in den Kindergarten zu bringen, oder ob ich dort noch eine Nachzahlung tätigen müsste. Und das ist die Sache. Es gibt eine Ebene in deinem Hirn, die für die ganze tägliche Routine zuständig ist, damit sich der Rest des Gehirns auf andere, mehr oder weniger wichtigere Dinge konzentrieren kann. Denk einfach mal darüber nach. Denk an deinen letzten Arbeits- oder Schulweg. An wie viel erinnerst du dich noch? Wenn überhaupt, nur noch an sehr wenig, nehme ich an. Die Details verschwimmen immer mehr und sich dann an eine bestimmte Sache zu erinnern, kann sich als unglaublich schwierig herausstellen. Mach etwas immer und immer wieder und es wird zur Routine. Und schon macht es dein Gehirn, ohne auch nur einen kleinen Moment darüber nachzudenken. Bald schon wird dir der Weg zur Arbeit oder zur Schule genauso selbstverständlich vorkommen wie das Bewegen deiner Beine selbst. Manche Leute nennen das vereinfacht Autopilot. Aber es kann auch gefährlich werden. Wenn du in deiner täglichen Routine versinkst, sinkt deine Fähigkeit, dich an bestimmte Sachen zu erinnern. Mich an mein auf dem Nachttisch vergessenes Handy erinnern zu können, war eben deshalb so schwer, weil ich zunächst den morgendlichen Routinemodus meines Gehirns überwinden musste, der mir versicherte, dass sich mein Handy wie immer in der Tasche befand. Aber ich konnte mein Gehirn nicht davon abhalten, in den Routinemodus zu schalten. Also stieg ich wie gewöhnlich in die Dusche und schon nahm alles seinen Lauf wie immer. Außer diese eine Kleinigkeit eben. Der Autopilot wurde eingeschaltet. Mein Hirn war wieder in der üblichen Routine. Ich duschte, machte mich fertig, hörte die Wettervorhersage im Radio, gab Emily ihr Frühstück und setzte sie ins Auto. Sie war so süß an diesem Morgen, als sie sich über die böse Sonne beschwerte, die sie blendete, und sie erzählte mir, dass sie wohl auf dem Weg zum Kindergarten ein wenig schlafen wolle. Und ich verschwand daraufhin. Das war die tägliche Routine. Es war meinem Gehirn komplett egal, dass mein Handy dort auf dem Nachttisch lag und noch immer am Aufladen war. Mein Gehirn hing in der Routine fest, dachte, dass sich mein Handy eben in meiner Tasche befand. Deshalb habe ich es vergessen. Keine Nachlässigkeit. Nicht mehr als der natürliche Routinemodus des Gehirns, bei dem gewisse Dinge eben ausgeblendet werden. Der Autopilot wurde eingeschaltet. Ich machte mich auf den Weg zur Arbeit und es war trotz der frühen Stunden bereits sehr warm. Die Sonne hatte sogar schon geschienen, bevor mich mein, nun fehlendes, Handy aufgeweckt hatte. Das Lenkrad war brütend heiß und ich war kaum in der Lage, es anzufassen, als ich mich ins Auto setzte. Ich glaubte, Emily auf dem Rücksitz gehört zu haben, wie sie sich ein wenig wegbewegte, damit sie nicht mehr geblendet wird.
Aber ich musste dringend zur Arbeit, die Dokumente vorlegen und dem morgendlichen Meeting beiwohnen. Es dauerte bis kurz nach der Kaffeepause, bis ich nach meinem Handy griff und die Illusion zerbrach. Ich ging in Gedanken meine Schritte des Tages einzeln durch. Ich erinnerte mich an den leeren Akku. Ich erinnerte mich daran, dass ich es zum Aufladen auf meinen Nachttisch gelegt und dort vergessen hatte. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Der Autopilot wurde ausgeschaltet. Die morgendliche Sonne wich mit der Zeit der brütenden Hitze des Nachmittags und der Asphalt sah fast so aus, als würde er bereits kochen. Die Leute tauschten ihre Kaffees gegen eisgekühlte Smoothies. Die Jacken wurden ausgezogen, die Rollläden wurden hochgefahren und die Krawatten gelockert. Die Parks füllten sich langsam mit sonnenbegierigen und grillenden Leuten. Die Fensterrahmen bogen sich schon fast durch die Hitze. Das Thermometer stieg immer weiter an. Gott sei Dank waren die Büros gut klimatisiert. Aber wie immer wurde der Abend um einiges kühler. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Während ich nach Hause fuhr, hasste ich mich immer noch dafür, dass ich mein Handy zu Hause vergessen hatte. Die Hitze des Tages hatte den Innenraum des Autos zum Kochen gebracht und ließ einen üblen Geruch zurück. Als ich an unserer Einfahrt ankam, begrüßte mich mein Mann an der Tür. Fuck. Wo ist Emily? Als wenn die Sache mit dem Handy nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hatte ich auch noch Emily beim verdammten Kindergarten vergessen. Ich raste sofort zurück, um sie zu holen. Als ich mich der Tür näherte und meine Entschuldigung bereits übte, fragte ich mich, ob ich es bei meinem Charme wohl irgendwie schaffen würde, mich vor der Nachzahlung zu drücken. Ich sah einen Zettel, der an der Tür befestigt war. Aufgrund von nächtlichem Vandalismus bitte Seiteneingang benutzen. Nur heute. Nächtlich? Was? Heute Morgen war die Tür doch noch in Ordnung. Ich stockte. Meine Knie zitterten. Vandalismus. Eine Änderung in der Routine. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie hatte sich im Sitz bewegt. Ich hatte sie aber nicht im Spiegel gesehen. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Ich war an diesem Morgen gar nicht dort gewesen. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Ich war vorbeigefahren, weil ich meinen Kaffee getrunken hatte. Ich habe Emily dort gar nicht ausgesetzt. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie hatte sich im Sitz bewegt. Ich hatte sie aber nicht im Spiegel gesehen. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie muss eingeschlafen sein. Sie hat nichts gesagt, als ich am Kindergarten vorbeigefahren bin. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie hatte die Routine geändert. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie hatte die Routine geändert und ich hatte vergessen, sie rauszulassen. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. 9 Stunden. Dieses Auto. Die brütende Hitze. Keine Luft. Kein Wasser. Keine Kraft. Keine Hilfe. Diese Hitze. Ein Lenkrad, das zu heiß war, um es anzufassen. Dieser Geruch. Ich ging zur Autotür. Stumm. Geschockt. Ich öffnete die Tür. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Und meine Tochter war tot. Der Autopilot wurde ausgeschaltet.